Mann, Herr Kato, spielt Familie, hat heute die Buchpremiere überhaupt. Das ist aufregend für dich wie für uns auch. Das gibt es nicht so oft. Und in diesen 6 Jahren, du bedankst dich am Ende deines Romans auch für das Warten und bedankst dich bei einigen Freunden und Menschen, die dir nahe stehen und nahe standen für dieses Buch wahrscheinlich. Dieses Warten auf den neuen Roman von dir, du hast 2008 deinen ersten Roman geschrieben, Ich bin, 2010 der zweite, Examen und dann eben 2012 den Krawatte-Roman. Und jetzt sind ein paar Jahre vergangen und ich glaube, es heißt am Ende des Buches, dass du das im Sitzen verbracht hast auch. Ich nehme an, das ist auch metaphorisch gemeint. Hast du diese Zeit gebraucht auch, um dir klar zu werden, wie du weiterschreibst, oder was ist da inzwischen passiert? Doch. Also meine Situation hat sich ganz einfach auch sehr stark geändert. In der Zwischenzeit bin ich Mutter geworden von einem jetzt schon wieder fast 5-jährigen Sohn. Und das hat natürlich Zeit gebraucht, die ich mir auch sehr gern genommen habe. Und das heißt aber nicht, dass ich in der Zeit eben nicht gesessen wäre oder nicht geschrieben hätte. Ein Autor kann dem Schreiben ja irgendwo gar nicht entkommen. Es ist sehr viel im Kopf passiert. Die Idee zu dem Buch hatte ich ja auch schon relativ bald. Was ich aber nicht hatte und was tatsächlich sehr viel Geduld auch meinerseits gebraucht hat, war der Tonfall. Also mir ist aufgefallen, ich war ganz nah noch am letzten Buch dran, an der Krawatte. Und es ist mir sehr schwer gefallen, für dieses neue Setting eine Sprache zu finden, die frisch und unverbraucht ist. Also die Sprache war immer sehr, sehr nah an der Krawatte. Ich bin aber irgendwie einfach nicht weitergekommen. Und ich kann mich erinnern, es waren wahnsinnig viele gequälte Abende, wo ich über einem Satz 2 Sätzen saß oder maximal 3 Sätzen. Und die waren wunderschön. Wunderschön für mich zumindest. Aber es ging einfach nicht weiter, es war kein Fluss. Und mein Mann hat dann irgendwann mal gesagt, er hat das miterlebt, schreib doch einfach drauf los. Und das war so ein Satz, den ich total dämlich fand, weil man schreibt nicht drauf los, schreibt als Autor von ernsthafter Literatur. Aber irgendwie hat es mir zu denken gegeben, okay, ja, Schluss jetzt, tatsächlich drauf los schreiben. Und dann ganz automatisch, innerhalb der ersten Seite, das ging dann relativ schnell, bin ich drauf gekommen, der Typ, den ich da beschreiben möchte, ist ja irgendwie komisch. Und dass das Komische dem Tragischen auch gar nicht unverwandt ist. Also dass beides zusammengehört, dass ich das darf auch ein bisschen Lustigkeit reinbringen. Und das war dann so der Startpunkt. Da ging es dann richtig schnell und zügig los. Schreibst du direkt am Computer oder schreibst du noch mit der Hand? Mit der Hand eigentlich nur noch Notizen, wenn mir irgendwo was einfällt. Aber wenn ich dann tatsächlich im Stoff drinnen bin, dann sitze ich ohnehin die meiste Zeit, die ich frei habe, am Computer und schreibe eigentlich wirklich von einem durch, von Anfang bis zum Ende, ohne eigentlich abzuschweifen dazwischen. Also die Geschichte war schon länger im Umriss oder auch schon das Ende oder klar. Und das war dann die Arbeit an der Sprache, die natürlich für mich schon eine Kontinuität darstellt. Und gleichzeitig doch anders ist, auch von der Gliederung. Das Krawatte-Buch war in sehr vielen kleinen Kapiteln, das ist jetzt ganz anders. Es sind auch die Sätze, die Sprache, die sehr viel zu tun haben mit der Geschichte. Also das passt schon sehr zusammen. Also da hast du dann noch lange gefeilt, hat sich dann durch den Verlag auch was verändert, auch durch das Lektorat? Doch, diesmal haben wir eigentlich sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet, meine Lektorin und ich. Es kam dann sogar auch mal ein Vorschlag, das war bei der Krawatte beispielsweise nicht der Fall, dass wir einen Teil ganz ändern, inhaltlich wirklich komplett ändern, was im Nachhinein betrachtet wirklich auch gut war. Also hat der Geschichte richtig gut getan. Und ich war auch ganz froh, dass ich das so annehmen konnte. Das ist ja nicht so einfach. Das ist ja meine Geschichte. Und wenn dann jemand von außen kommt und sagt, ja, aber das könnte man vielleicht doch irgendwie anders, dann ist es erstmal ein Schock. Es ist erstmal so, oh je, das hätte ich jetzt nicht gedacht und wollte ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, wenn man dann ja, in gewissem Sinne demütig ist,
und sich das auch nochmal durch den Kopf gehen lässt, dann kann das auch für dich ein Gewinn sein. Also für die Geschichte, glaube ich, war es ein großer Gewinn. Jetzt geht es in deinen Büchern sehr oft um Abschied, um Beziehungen, um Neubeginn. Diesen Themen bleibst du treu. Das ist auch in dem neuen Buch so. Warum ist das so? Ich glaube, jeder Autor hat so seine Themen. Und jeder Autor bleibt eigentlich auch gern bei den Themen. Die fühlen sich ja irgendwie, es ist fast sowieso so eine Haut, die einen auch umgibt. Da fühlt man sich zu Hause, da hat man auch irgendwo einen Blick tief hinein. In meinem Fall ist es eigentlich sehr oft auch in den letzten, also in den ganz ersten Büchern, das Thema Beziehung, das Thema Familie. Das ist ein Ort, an dem ich mich eigentlich ganz gut auskenne, innerlich meine ich jetzt. Meine Kollegin hat mich heute schon gefragt, dein Name Milena Michiko Flaschar. Wir wissen, du hast eine japanische Mutter, einen österreichischen Vater. Flaschar, weil der über Böhmen eingewandert ist. Beide Bücher sind in Japan angesiedelt. Wiewohl würde ich sagen, das nicht zwingend sein müsste. War das für dich wichtig, dass du auch das neue Buch wieder in Japan ansiedelst? Ich wollte sehr gerne eigentlich wieder in Japan bleiben. Gerade nach der Krawatte war mir das irgendwie auch noch so ganz, ganz nah. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich glaube, mir fällt es leichter, etwas zu beschreiben, was in der Ferne liegt. Auf eine gewisse Art ist es zwar dadurch kleiner und ich sehe es nicht in der ganzen Größe, aber ich sehe so eine Art Bandbreite oder so ein Spektrum. Und es ist ein Blick aus der Distanz heraus, der natürlich auch einiges verschleiert. Manches sehe ich auch nur so verschwommen. Aber es ist auch ein Blick, der sehr viel offen lebt und manches auch stärker hervortreten lässt. Und ich glaube, es hat einfach auch mit meiner persönlichen Beziehung zu Japan zu tun. Ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl dort und beschäftige mich jetzt im Moment eigentlich zum Beispiel hauptsächlich mit japanischer Literatur, mit japanischen Filmen auch. Es ist einfach irgendwie eine gewisse Stimmung, gerade die ich auch in der japanischen Literatur so schätze, eine Stimmung von Kleinigkeiten. Das Augenmerk liegt eher so beim Flüchtigen, beim Ephemeren, was sich ja fast gar nicht festhalten lässt. Dann noch die große Liebe zur Natur, die immer eine Rolle spielt, so Dinge wie der Wechsel der Jahreszeiten und insgesamt auch, dass japanische Literatur weniger Wert legt auf die Handlung, sondern eher auf das Bildhafte, was die Handlung beschreibt oder ja, bebildert. Und das ja, kenne ich von meiner Arbeit, ist mir ja, vertraut. Dann hören wir mal den Beginn des Buches. Mhm. Gut. Es ist plötzlich so dunkel und ich sehe sie jetzt gar nicht mehr, aber sie sind da. Okay. Thomas Pippa hat schon gesagt, ich lese jetzt einfach mal die ersten zwei Seiten und Sie finden hoffentlich so ein bisschen die Stimmung hinein. Als man ihm sagt, dass alles in Ordnung ist, keine Auffälligkeiten, nichts Besorgniserregendes, das ist ein alter Tipptopp. Da empfindet er, neben der Erleichterung, eine insgeheime Enttäuschung. Er hat gehofft, man würde etwas finden. Und auch wenn es ihm kaum bewusst gewesen ist, hat ihm die Hoffnung darauf ein Gefühl von Wichtigkeit gegeben. Man würde etwas finden und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Eine Diät etwa, Sport, 3 Tabletten pro Tag. Maßnahmen, auf die er sich gefreut hat und die er trotz Vorfreude darauf zuerst mit einigem Widerstand, dann sich nach und nach fügend am Ende eifrig befolgt haben würde. Aber so? Was soll er machen? Man händigt ihm die Befunde aus, er nimmt sie entgegen. Jetzt könnte er darauf zu sprechen kommen, wie schwer es ihm fällt, morgens aufzustehen. Hat man ihn bereits aus dem Untersuchungsraum begleitet, zurück ins Wartezimmer, wo er am liebsten bleiben würde.
Es ist schön hier. Man hat sich Mühe gegeben. An den Wänden hängen Fotos von Babys in Blumenkelchen. Und er würde gerne, sehr gerne, davor sitzen bleiben. Sich fragen, wie sie wohl dort hineingeraten sind, die Babys mit ihren Schmetterlingsflügeln. Wie die wohl befestigt wurden an ihren schmalen, weißen Rücken. Auch darauf hätte er zu sprechen kommen können, dass er sich immerzu fragt und fragt und fragt, ohne dass sich daraus ein Sinn ergibt. Und ob das nicht symptomatisch ist für eine Krankheit, dass er keine Ruhe hat vor den Fragen, gerade morgens nicht, wenn er die Augen aufschlägt, dass dann die Sinnlosigkeit auf seinen Brustkorb drückt. Oder ist das normal? Eine Alterserscheinung und es braucht Zeit, die er ja nun hat, bis er sich gewöhnt hat ans Zeithaben. Bei der Garderobe nimmt er seine Jacke vom Haken, sie ist dunkelgrau, fast schon schwarz. In dem Geschäft, wo er sie gekauft hat, sagte man ihm, die Farbe sei von einer zeitlosen Eleganz, sowohl klassisch als auch modern, dazu der Schnitt von einer Schlichtheit, die stark im Trend liege und dabei gleichzeitig traditionell und also im Grunde nichtssagend ist. Den Gedanken hat er freilich für sich behalten, ebenso wie den, dass es wohl die letzte Jacke war, die er kaufte, das letzte Hemd, die letzten Schuhe. Diese Sachen, dachte er, genügen. Mehr braucht er nicht mehr. Und es hat ihn mit einer Zufriedenheit erfüllt, derart bescheiden zu sein in seinen Ansprüchen für sich selbst, zugleich mit einer Wehmut an jenem Punkt angelangt zu sein, von dem er immer geglaubt hatte, er befinde sich in weiter, weiter Ferne. Irgendwann würde er nichts mehr haben wollen. Nun war es soweit. Lächerlich. Jetzt sieht er es ein. Und dass er sich glücklich schätzen sollte, Hauptsache gesund. Nicht auf die Uhr schauen, nicht seufzen, die Mundwinkel nach oben ziehen. Was tut es weh, das Lächeln, mit dem er die Praxis verlässt? Ein leichtes Zucken im Gesicht? So in etwa stellt er sich einen Phantomschmerz vor. Und jetzt? Was jetzt? Er gibt sich den Anschein, ein Ziel zu haben. Mit großen Schritten geht er los, als ob dort, wohin er geht, jemand warten würde und es von höchster Dringlichkeit wäre, rechtzeitig hinzugelangen. Müßig spazieren zu gehen, einfach so um des Gehens willen, hat er probiert. Kann er nicht. Das Problem dabei sind seine Hände. Er weiß nicht, was tun mit ihnen. Wenn er sie in die Jackentaschen steckt, so, fühlt er sich wie ein Schüler, der die Schule schwänzt. Und wenn er sie an sich herunterbaumeln lässt, so, fühlt er sich wie ein davongelaufener Affe, der sich nach seinem Käfig sehnt. Und wozu auch spazieren gehen. Seine Frau meint, um die Knochen in Schwung zu halten. Sie schickt ihn jeden Tag vors Haus, er solle doch eine Runde drehen. Und nicht im Weg sein, will sie damit sagen, so gut kennt er sie. Und daher hatte er sich angewöhnt, schließlich gar kein so schlechter Zeitvertreib, bloß dass er nicht spazieren geht, sondern läuft. Dieser Unterschied ist ihm wichtig. Wenn er einen Hund hätte, dann ja, einen weißen Spitz, der ihn hinter sich herzüge. Eine der Vorstellungen, die bewirken, dass er einen Moment lang das Atmen vergisst, so sehr beglückt sie ihn, die Vorstellung von einer straff gespannten Leine. Aber okay, er versteht es ja. Seine Frau hat es ihm begreiflich gemacht. Ein Hund kostet erstens Geld. Zweitens nimmt man sein Herz an ihm, kindisch. Drittens kein Urlaub mehr. Viertens der Schmutz. Und fünftens, irgendwann stirbt er. Was dann? Worauf er entgegengehalten hat, weil es das Kleinste war, gemessen an Geld, Liebe und Tod, und weil er im Kleinsten wenigstens da recht haben wollte, dass sie ohnehin nie in den Urlaub führen. Worauf sie gelacht hat, er auch. Sie plötzlich stumm geworden ist, er auch. Und sie beide für den Rest des Tages in ein ungemütliches Schweigen verfallen sind. Den weißen Spitz hat danach nicht wieder erwähnt und er bemüht sich, so selten wie möglich an ihn zu denken. Manchmal passiert es ihm aber, zum Beispiel beim Essen. Und seine Frau scheint es zu merken an der Art, wie er noch ein bisschen mehr Salz verlangt. Eigentlich schön. Sie sind ein eingespieltes Team. Er denkt an etwas,
Sie merkt es, er merkt, dass sie es merkt. Und auch wenn keiner von ihnen ein Wort darüber verliert, ist es, als ob sie einander über den Tisch hinweg anschreien würden. Das ist so der allererste Beginn. Man merkt schon, es geht um den Mann im Ruhestand, der gerade beim Arzt war, der ihm gesagt hat, es ist alles in Ordnung mit ihm, was ihn enttäuscht. Es ist erstmal so dieses Grundgefühl der Sinnlosigkeit. Und auf den ersten Seiten geschieht eigentlich nicht recht viel. Es ist einfach dieser alte Mann, oder ältere Mann, der läuft, wie er sagt, also schnell geht, und dabei die Gedanken schweifen lässt. Die Gedanken drehen sich, kommt es aber eigentlich nicht wirklich vorwärts mit ihnen. Es ist eigentlich so das Gefühl, als ob er mit jedem Schritt, den er geht, gegen eine Wand laufen würde, und gerät eigentlich ja, ganz stark ins Schwitzen dabei. Lange Zeit also passiert nichts, dann aber passiert doch etwas. Es ist so eine Kleinigkeit, aber ein Beginn.